Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Im letzten Blog, wo wir Fische aus unserer Aufzucht vorgestellt haben, war es von Sebi und von Stefan, waren es die Ochibas, Karashi Ochiba. Und heute sind es drei Kohaku. Wir müssen mal wieder Farbe mit ins Spiel bringen. Und heute sind sie von Olli, von Marc und von Sebi. Auch der Sebi ist nochmal dabei. Sind alle drei dreijährig hier in die Aufzucht gegangen mit 61 cm, mit 62 cm und mit 66 cm. Der größte war der von Sebi mit 66 cm. Lisa, nimm jetzt die Kamera auf die Hand und dann schauen wir uns die drei an. Alle drei wirklich sehr, 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 sehr geil gewachsen. Aber wir werden gleich sehen, um wie viel. Und haben auch, wir dürfen nicht vergessen, für den Innenraum die Farben sehr gut gehalten. Die zwei hatten ein dunkleres Rot. Das ist der von Olli, das ist Marc und das ist Sebi. Wir fangen mit dem größten an. Der von Sebi hatte genau 66 cm. Hier, dieser. Dann darf der mal hier rüber. Jetzt musst du die Seiten wechseln. 66, geil wäre 3,74 und wir haben genau 73 oder 74, 74, 74 cm, 8 cm für die kurze Zeit, das ist quasi ein Ochiba-Wachstum und ich bin mir gerade nicht mal sicher, ich glaube, da ist nicht mal Karashi-Blut mit drin. Karashi-Blut ist nicht verpflichtend für einen großen Gosanke, aber auf jeden Fall hilfreich, wenn er Karashi-Blut hat. Dann gehen wir zum Olli, der war, glaube ich, 62, gell? 62. Da war es die Zeichnung, hat mir Makoto seinerzeit gesagt, die ihn dann irgendwann nicht mehr so gekickt hat. Ich finde die Zeichnung mega. Was die Gosanke natürlich hier im Innenraum ein bisschen haben, ist, dass sie ein bisschen an Glanz verloren haben. Das ist aber ganz normal. Und da haben wir es geschafft auf 70, 69. 69. 69 plus 7, auch sensationell. Schöne weiße Haut, schöner, kräftiger Body, alles sehr, sehr, sehr cool. Und dann haben wir noch den dritten im Bunde, etwas schlanker als die anderen beiden, aber trotzdem ein toller Koi. Da ist die Zeichnung sehr geil, Farbqualität sehr gut und Körper, das ist der Nagai-Type, Nagai steht für lang, war 61 und hat jetzt 66, hat 5 cm gemacht. Also, dann haben wir Wachstum plus 8, plus 7, plus 5 und ich würde sagen, für Gosanke, man darf nicht vergessen, das sind keine Karashis und das sind auch keine Koi mit 25 oder 50% Karashi-Blut. Dafür ist es richtig geil. Film nochmal hier in die Wanne, Lisa. Und ich glaube, da kann man sich nicht verstecken. Aber das ist die Aufzucht im Innenraum. Der größte Nachteil ist, dass die Koi ein bisschen an Glanz verlieren. Da braucht es einfach deutlich mehr Sonnenlicht. Aber das Schöne ist, wenn man eine Saison macht, dann kommen sie auf jeden Fall wieder farblich. Sie müssen sich überlegen, das Himura hier bei Sebis Kohaku am Kopf, das hat man nicht gesehen, als die Farbe noch richtig da war. Und so wird es auch wieder verschwinden. Also, tippitoppi, Glückwunsch an euch drei und bis dann. Ciao.